Stellt euch vor, einer eurer Geschwister heiratet und ihr seid Single, aber eure Geschwister wollen nicht, dass ihr als Single auf die Party kommt, sondern auf jeden Fall mit einem Date. Ihr macht sonst immer viel zu viel Chaos. Was ist aber dann, wenn das Date noch viel chaotischer ist als ihr selbst? Darum geht es so ein bisschen in Mike and Dave Need Wedding Dates. Mike, Dave, ich hab euch wahnsinnig lieb. Und ich kann's nicht erwarten, dass ihr Teil unseres großen Tages seid. Aber ihr braucht Dates für die Hochzeit. Du willst, dass wir auf deine Hochzeit Dates mitbringen? Bitte. Was soll der Mist? Hast du eine Macke? Du spinnst doch. Wer passt denn dann auf die Bierrutsche auf? Wenn das Ding nicht sauber ist, ist das grauenvoll. Echt, ich glaube, ich habe dabei mal Herpes geholt. One, two, three, get loose now. Wir sind doch total lustig. Und die absolut coolsten Typen auf den Familienfeiern. Wir geben unser Bestes für dich. Wir müssen die richtigen Mädels finden. Das ist für Genie. Wo sollen wir suchen? Was? Wir machen was Abgefahrenes. Mike und Dave Stengel brauchen Dates für die Hochzeit ihrer Schwester auf Hawaii. Die Jungs bringen uns nach Hawaii. Wir suchen Mädels, die unserer Mom und unserer Schwester auch gefallen. Wir werden so vertrauenswürdig aussehen wie Sau. Wir hauen ab. Gehört alles zum Plan. Ma'am, ich will echt nicht ihre Brüste betatschen. Oh. Mein Held. Ich hab ihr Leben gerettet. Ich hab sie gerettet. Grandma, das ist Alice. Sie ist super klug. Ich manage Hedgefonds. Wow. Wir hatchen das. Wir hatchen das echt krass. Tatjana, sie ist Lehrerin. Hey, jetzt verpisst euch alle gefällig. Heute ist Erwachsenenschwimmtag. Genie, ich will dir voller Stolz unsere Hochzeitsdates vorstellen. Ihr seht toll zusammen aus. Dankeschön. Du bist so winzig, er ist so mächtig. Kriegst du ihn ganz rein? Oh. Wer sind diese Tussis? Braucht ihr da etwa Gras? Es ist 9 Uhr früh, wer kifft denn da bitte? Meine Grandma ist gleich da vorne. Oh ja? Will die Alte auch einen Zug? It's going down for real. Die haben uns angelogen, um für Ome nach Hawaii zu fliegen. Oh, du bist dran, Mike! Sei keine Pussy! Ich werde niemals sterben! Oh, scheiße. Weg da! Und geht es? Ah! Sieht aus wie eine missratene Waffel, wie eine Waffel, bei der der Koch sagen würde, die schmeißen wir besser weg. Das ganze Hochzeitswochenende ist voll von Arsch! Seid frei, meine Freunde! Hast du was genommen? Dave, ich will ehrlich sein. Ich kann dieses Pferd nicht länger anziehen. Was? Das sind diese Mädels. Die Mädels sind nicht das Problem, sondern ihr. Ich bin total gestresst! Kannst du ihr helfen, sich zu entspannen? Diese Technik heißt der sich verbeugende Pinguin. Der wutende Affe! Unsere Seelen werden sich verbinden, wo unsere Löcher sich finden. Und was jetzt? Ich platz rein, wenn Mom gerade bei Dad einen Push-Pop macht? Was ist ein Push-Pop? Eine Sextechnik, die ich mir ausgedacht habe. Was ist ein Push-Pop? Wenn die komplette Hand im Po-Loch steckt, David. Oh, zwei Gott. Hände, zwei Hände. Oh. Reinschieben, rausschieben, reinschieben, rausschieben. Ich finde es immer wieder schön, dass bei US-Komödien auch wirklich so namhafte Schauspieler sich einfach mal komplett auf die Schippe nehmen und dann auch so diese, ja, scheiß drauf, wir machen das jetzt, Attitüde haben. Das ist gerade hier bei Mike and Dave Need Wedding Dates extrem ausgeprägt. Wir haben einen Zac Efron, der in der letzten Zeit jetzt nicht gerade mit Mega-Hits und tollen Filmen punkten konnte, der aber hier so die Rolle des etwas vernünftigeren Bruder einnimmt, der sich immer wieder anstecken lässt, ist eine schöne Rolle, weil er immer wieder so hin und her switcht. Das macht definitiv Spaß zu sehen und man leidet auch so ein bisschen mit ihm mit. Adam Devine dagegen, den kennt man ja auch aus Pitch Perfect, fand ich da schon irgendwie nervig und auch hier funktioniert er für mich nicht. Also er ging mir eher auf die Eier und war für mich so dieser nervige Punkt in dem Film, bei dem ich eher die Augen gerollt habe, als über ihn lachen konnte. Dafür konnte ich aber richtig gut über die Damen lachen, ob es jetzt eine Aubrey Plaza ist oder eine Anna Kendrick. Und gerade Anna Kendrick hat ja schon bewiesen, was sie für eine geniale Schauspielerin ist, hat hier richtig Bock und bringt wirklich tolle Szenen in diesen Film ein. Und was diesen Film ausmacht, ist dann nicht das Drehbuch oder die Geschichte oder die Gag, sondern dass hier 4 Schauspieler dabei sind, von denen mir einer auf den Sack geht, aber 4 Schauspieler dabei sind, die so wirklich Bock haben, denen auch alles egal ist, die sagen, ich drehe diese Szene jetzt so, wie sie im Drehbuch steht und das macht eben Bock, ist aber verrückterweise, und da komme ich auch gleich noch drauf, viel weniger Pipi-Kaka-Kotze, als man es durch den Trailer hätte vermuten können. Das hat mich dann ehrlich gesagt ziemlich begeistert. Wir haben hier eine klassische Komödie, da sind mir die visuellen Effekte natürlich extrem wichtig. Auch so Kameraeinstellungen, ja, Wayne, ist egal, es ist eine Komödie. Dennoch muss man sagen, kann man natürlich ein bisschen kreativ drehen und einige Witze noch unterstützen, dadurch, dass man es handwerklich eben so supportet. Ne? So Visual Comedy nennt sich das ja. Da gibt es hier so ein paar Momente, da wird das gemacht. Ich finde aber, da hätte man noch mehr rausholen können. Nichtsdestotrotz schaut sich jetzt keiner den Film an und denkt sich so, boah,
der sieht aber scheiße aus, der ist nicht gut gedreht, sondern ist eben grundsolide, so wie man sich eine Komödie vorstellt. Es gibt eben aber hier auch keinen Bonuspunkt für besondere Fähigkeiten. Die Grundidee vom Film finde ich echt witzig und auch durchaus mal was anderes, gerade wenn man sich mal überlegt, wie so die letzten Komödien aussahen, ist hier eben so ein Mix aus Dating-Komödie, Family-Komödie und so ein bisschen Hochzeits-Crasher. Das hat mir insgesamt gut gefallen. Ja, nicht jeder Gag zündet. Es gibt eben auch sehr, sehr viele peinliche Momente, wovon ich so 80-90% Adam Devine zuschreibe. Da hat man auch im Trailer ein paar Momente gesehen. Da geht es eben in diese Richtung Pipi, Kaka, Kotze oder so, hey, lass uns irgendwie über Sex lustig machen. Aber die halten sich im ganzen Film tatsächlich eher so ein bisschen zurück und spielt eher auf so die familiären Momente an oder eben auch so, ja, ich finde die eigentlich alle hier ganz heiß, aber die Mädels wollen eigentlich mich verarschen. Und das ist eben auch wieder schön, dass das so ein bisschen rumgedreht wird und hier eigentlich so die Assis eher die beiden Mädels sind. Gleichzeitig natürlich, wie man das aus einer amerikanischen Komödie auch kennt, nachher noch so ein bisschen Moral, ja, hier und alle können sich ja auch noch ändern. Das stellen sie immer innerhalb von 2 Tagen fest, dass ihr Leben ja gerade nicht ganz so toll läuft. Finde ich aber alles nicht so dramatisch, weil ich habe mich echt insgesamt gut unterhalten gefühlt, ein paar Mal so die Hand vom Kopf geschlagen. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, es ist ein Unterschied, ob ich eine Komödie alleine in einem leeren Saal bei einer Pressevorführung schaue oder mit 340 Leuten in einem Saal, die alle Bock auf so einen Film haben. Da habe ich, glaube ich, auch bei Szenen gelacht, die ich sonst nicht so witzig fand. Und lässt man sich von dieser Atmosphäre mitreißen. Dementsprechend wird das natürlich nachher auch noch in meine Bewertung mit einfließen. Aber ich hatte insgesamt Spaß. Der Film haut auf die Kacke, ohne aber immer jetzt direkt wortwörtlich Scheiße zeigen zu müssen. Ihr wisst, das gab es dieses Jahr auch noch einen anderen Film mit Zac Efron. Dem war das egal. Der hat wirklich immer alles gezeigt. Der war sehr, sehr peinlich. Hier funktioniert es und macht auf jeden Fall insgesamt Laune. Ich hatte bei der Community Preview auf jeden Fall einen ziemlich lustigen Abend. Ich glaube, ihr auch. Und das hat eben noch so diese Stimmung rübergeschwappt, das habe ich schon gesagt. Und auch, dass die Schauspieler hier wirklich mit sehr, sehr viel Spielfreude unterwegs sind. Das finde ich bei solchen Filmen auch immer sehr, sehr witzig. Wenn selbst eher so ja schamlose Momente mit einer Spielfreude platziert werden, ist das eben was anderes, als wenn man das eher so lustlos spielt. So, ja, mein Gott, ich brauchte das Geld. Dementsprechend war ich echt angetan, habe einige Male gelacht. Einige Male war es sehr peinlich, aber insgesamt gibt es mehr als solide und sehenswerte 6 von 10 Punkten für Mike and Dave Need Wedding Dates. Und ich finde, das ist so der perfekte Partyfilm, wenn ihr mit eurer Crew, mit euren Freunden irgendwie ins Kino geht, vorher 1, 2 Bier zischen, dann macht der Film, glaube ich, noch doppelt und dreifach mehr Spaß. Wie hat es euch gefallen? Gerade einige waren ja auch bei der Preview. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten empfehle ich euch noch eine andere Komödie. Mein ziemlich kleiner Freund verlinke ich euch unten drunter. Und jetzt so ein bisschen Action. Jason Bourne gibt es die Review oben drüber. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich bald hier wieder in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.